Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute einen alten Tagebau, eine alte Mine an. Also hier drüben ist jetzt gleich der Eingang, wenn ihr mal schauen wollt. Hier ist er schon. Jetzt schauen wir einfach mal, ob wir hier überhaupt reinkommen. Und wenn ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich drin. Auf geht's! Klappe. Du, das ist ein Tresor. Schau mal hin. Ein Tresor. Sprengstoff. Aha. Okay, also hier sind wir jetzt bei dem Sprengstofftresor. Es steht dort ein Sprengstoff, Magazine, Lagertüren, Sprengbedarf. Man sieht hier, das sind die Schlüssellöcher oben und unten. Und anscheinend hier nochmal so ein Riegel davor gewesen. Anscheinend haben sie hier mal ihren Dynamit gelagert. Ist auf jeden Fall hier irgendwie so eine Rutsche gewesen oder sowas, wo sie die Steine abtransportiert haben. Hier sieht man es mit einer Seilwinde. Da war wahrscheinlich hier eine Kurbel dran, in dem äußeren Teil. Und von da aus läuft hier nämlich über eine Rolle das Seil nach oben. Welches dann auch hier rüber ging und praktisch drüben die Klappe betätigt hat, wie man hier sehen kann. Interessant. Wahrscheinlich haben sie damit dann die Loren geladen. Wow, das schaut ja geil aus. Also hier sieht man jetzt, wahrscheinlich schaut es ein bisschen aus wie so eine Schütte. Moment, ich mache mal Licht an. Also hier in dem Schacht ist anscheinend immer die Bahn gefahren, die Lore. Und hier oben haben wir ein Podest, wo das Ganze dann runtergeschüttet wurde. Man sieht hier eine Klappe. Schaut so aus, als wäre hier von oben dann der Schutt über ein Förderband praktisch nach draußen. Ja, genau, hier sieht man das Förderband noch. Liegt sogar noch was drauf. Dann haben sie hier drunter die Lore gestellt und haben dann praktisch alles abgeladen. Schon interessant. Das bedeutet, der eigentliche Abbau liegt auf jeden Fall eine Etage weiter oben. Und wir sind hier unten nur in dem Versorgungsschacht. So, hier sieht man jetzt nochmal das Förderband von oben. Das hier mit dem Elektromotor, mit dem Antrieb. Und hier ist der eigentliche Auslass mit dem Förderschacht. Und dann ging es hier nach unten. Und hier unten stand dann praktisch die Lore und da wurde alles eingeladen. Hier haben wir noch eine alte Lampe. Auch interessant. Und hier ein richtig geiles Telefon. Cool aus. Ah, hier die alten Elektroverteiler. Eigentlich alles echt noch ziemlich gut erhalten, so wie es ausschaut. Ja, ein bisschen Schmierfett. Das ist bestimmt noch gut. Das war wahrscheinlich dann so eher der Stollen fürs Personal, die dann hier gearbeitet haben. Geschaut haben, dass die Anlage läuft.
So Leute, das war's dann auch schon wieder mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.